Und weiter geht's. Ach, die Sprüche im Menü, also die Slogans von Minecraft, sind schon, genial. Bin ich das, oder? Hä? So waren die Geräusche aus. Kann mir das mal jemand erklären? Bin ich bescheuert eigentlich? Natürlich sind die ganzen Unfälle ja alle inszeniert, ist ja mein so, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Eisen, Eisen, Eisen. Schmeißen. Zack, zack. Und schon bin ich wieder oben. Und was hatte ich eigentlich vor? Ich hatte mehrere Vorhaben, einmal hier hinter zu gucken, wo aber nichts zu sein scheint. Betonung auf scheint. Aber ich höre doch schon wieder was. Na also, da ist doch was. Ja gut, aber hier war jetzt auch das Stöhnen nicht hier am Herkommen. Aber es ist schon näher irgendwie. Könnte gut sein, dass es hinter dieser Kohle ist. Man stößt hier immer wieder auf neue Sachen. Also das ist eine richtige... Das ist eine richtige Höhle, die eine richtige, aber wo ich finde da und hier eigentlich, ich hatte, war am Anfang bin ich ja noch wo auf so einen Minenschacht gestoßen. Den habe ich dann nie wiedergefunden, fällt mir gerade mal so ein. Also am Rande bemerkt. Habe ich keine Stücke gedacht da. Zack, 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 zack. Müsste sich die Höhle auch ausschildern. Übrigens, wo bin ich jetzt eigentlich? Also mitten unter Wasser.
könnte man so sagen, schon. Dafür ist die Karte auch unterirdisch gut, um festzustellen, ob man gerade unter Wasser ist. Was ja von Vorteil ist, falls man sich nach oben buddeln will. Das hatte ich jetzt nicht vor, aber... in dem Fall wäre es hilfreich. Obwohl ich langsam überlegen muss, ob ich das mache, weil mein Inventar platzt auch schon wieder. So langsam. Aber sicher. Da muss man eben drauf achten, dass... Bringt mir ja nichts, wenn ich hier noch bleibe und nichts mehr mitnehmen kann. Allerdings. Muss ich andererseits noch bedenken. Dass ich mir hier noch was überlegt habe, was ich ja noch machen wollte hier unten. Dass ich überhaupt jemals wieder rausgefunden habe und dann jetzt auch wahrscheinlich wieder rausfinde, das überrascht mich immer wieder. Habe ich einen Wassereimer da? Natürlich nicht. Ich weiß, dass ich hier schon ein paar Mal war, aber verdammt. Ohne Wassereimer ist das gerade blöd. Ich kann hier natürlich auch gerade keine Werkbank machen, weil dafür will ich Holz brauchen und das habe ich auch nicht und verdammt. Oder habe ich ich hatte doch hier irgendwo auch mal mich eingerichtet. Aber dass ich das jetzt wieder finde, das kann ich natürlich auch vergessen. Also ich hatte mir unten irgendwann eine Werkbank hingestellt und eine Truhe und... Oder? War das nicht... Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ja, was? Wo? Okay, Enderman. Und die Viecher. Ja, gut. An sich nicht problematisch. Nur, dann baue ich hier besser ganz zu. Oder zumindest einen ziemlich komfortablen Übergang. Da scheine ich schon gewesen zu sein. Dahinter geht's noch weiter. Und warum die darüber sind und jetzt nicht mal mehr wieder zurückfinden, ist mir auch so ein kleines Rätsel. Ja,
Aber hier scheine ich auch schon gewesen zu sein. Deshalb sollte ich vielleicht wirklich am besten nach oben mich hinbegeben und ja, Eisen kann ich im Moment noch mitnehmen. Gold? Nein. Gold kann ich gerade, obwohl da kann ich dann auch noch was anderes hier wegschmeißen. Das ist es mir wert. Und zwar, Moment mal, ich könnte ja zum Beispiel die Truhe aufstellen. Dann könnte ich sogar was anderes einlagern, zum Beispiel Kies, Erde, Knochen. Ob ich das jemals wiederfinde, ist eine andere Frage, aber vielleicht. Dann kann ich jetzt jedenfalls. Ohne Wassereimer ist es trotzdem noch blöd. So. Wenn ich mich hier irgendwie zurechtfinden würde, ich sehe hier überall zwar Fackeln, aber also meine Fackeln. Also ich war hier überall schon mal, aber glaubt ihr, ich habe mir irgendwas gemerkt? Haltet ihr mich hier so schlau? Oh, ich bin richtig. Jetzt weiß ich nur nicht, ja. Alles klar. Und zu Hause. Na also. So. Da haben wir die Steinkiste, da kommt das noch mit rein. Und habe ich eigentlich nur zwei Diamanten? Ach klar, die anderen habe ich ja alle verbraten, was ja auch in Ordnung ist. Aber habe ich gerade nicht dran gedacht. Oder hier steht schon wieder so niedrig. Moment. Was kann ich denn jetzt hier drin noch machen? Ich kann das natürlich umwandeln.
kann ich ausrichten. Den Wasserstein kann ich da reinschmeißen. Dann... das blendet richtig, wenn ich da reingucke. Ich habe vielleicht nicht, ich weiß gar nicht, was mein, wie hell mein Monitor ist. Also das mal. Angemerkt, aber es ist zumindest heller als der Rest, den ich eben sonst so sehe, auf dem Monitor sehe und die letzte Zeit gerade gesehen habe, halt. Also, das mit dem Blenden ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben schon gesagt, aber ja, schon etwas. Oh. Ja. So, die Lüge. Was war das gerade? Ach so, das war Brot. Klar. Gebracht, wo ich gerade eh nichts tragen kann. Ah ja, Kuchen lassen sich nichts decken. So, das... da will ich aber jetzt schon mal geklattert mit ausprobieren. Moment. Zack. Dann haben wir... Verdammt. Kann ich die nicht aufeinander? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die aufeinander stellen kann. Die Frage ist jetzt nur, unter welchen Umständen. Ja. Was mache ich denn jetzt? Hm.
die Sachen hier habe ich ja jetzt alle aufgesammelt, also kann ich eigentlich erstmal Mann. Also ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Das war ausnahmsweise mal zu Recht, dass ja. Ach, da hab da gerade Rechtsklick drauf gemacht, aber da ist nichts passiert, wahrscheinlich weil ich keinen Hunger habe. Aber es sah so aus, als würde ich da drauf rumhauen. Fand ich auch komisch. Aha, aha, aha. Die scheinen alle aufgegangen zu sein. Find ich interessant. Also anscheinend kann man wirklich richtig kompakte Bäume, also Holz, also Dinger bauen. Ich weiß nicht, ob das besonders effizient ist, aber es geht. Moment, meine gemischte Truhe. Ja doch, da kann. Da die Schere war da schon richtig. Gemischte Truhe war ja das, da kann ich gerade mal einfach alles reinschmeißen, was ich jetzt nicht unbedingt sofort brauche. Dann kann ich nämlich ein bisschen mehr Milch tragen und überhaupt und die Dinger auch und dann, weil das wäre ja mal schön, wenn ich damit ein bisschen rumprobieren könnte mit den Dingern. Übrigens kann ich dir auch von draußen. Kann ich. Mein Inventar ist voll. Ganz exakt sogar. Das finde ich aber gelungen. So, Moment. Da muss ich mal was ausprobieren. So, dann mache ich mal quasi vielleicht da, nein, warte, gleich zwei am besten. So. Ah ja. So geht's. Aha. Das ist aber alles. Direkt stapeln kann ich die nicht. Ich kann sie nur übereinander schweben lassen. Drüber laufen kann ich auch. Also. Aber, schade. Ich habe gehofft, aber wurde leider enttäuscht. Naja. Ups.
Nee, warte mal, ich schmeiß einfach das Ei da. Ich hab schon Hallos. Ich hab gedacht, ich hab da was gesehen. So. Ja. Was mache ich denn mit den Kuchen jetzt? Kann ich die hier drauf stellen? Tatsache. Sieht nicht mal schlecht aus. So, vielleicht noch einen auf den Nachttisch. Kann ich es dann nicht mehr, wahrscheinlich kann ich dann aber nicht mehr öffnen, oder? Doch, das geht. Und einen ins Schaufenster, weil ich jetzt eine Bäckerei mache. Ja, und falls wir das hier jemals abreißen, dann wissen wir ja jetzt, wen wir anrufen. Um die Scherben wegzuräumen. Habe ich das schon so gesagt? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann habe ich es noch explizit gesagt, wen wir anrufen, aber ja, das wäre natürlich GLaDOS. Die hat ja schon Erfahrung damit, Scherben wegzuräumen. So. Ich habe natürlich nicht geguckt, wie man eine Falltür baut. Wieso ist der Bogen verzaubert? Ich bin... Oh. Ich habe einen verzauberten Bogen. Ja. Wahrscheinlich hat ihn irgendwer fallen lassen. Skelett oder ein Dingens, Zombie. Wahrscheinlich ein Zombie, die lassen ja immer irgendwas fallen. Aber es ist mir nicht aufgefallen. Es ist mir nicht aufgefallen. Also, naja. Gut. Was wollte ich jetzt hier noch rausholen? Natürlich. Unter anderem noch was war das noch gleich? Ach ja, die Stickies hier, die sind ja und die kann ich mal zumachen, da ist eh nix. Nervt sonst nur. So. Dann kann ich mich jetzt mal auf den Weg machen.
Hier lang oder da lang? Ich bin jetzt von hier gekommen, dann gehe ich jetzt mal da lang. Oh, das war diese Stelle wieder. Seht ihr, mit einem Eimer kommt man da auch mal runter. Ja, wir haben jetzt ein paar Fackeln von uns abgerissen, aber damit muss man halt mal leben können. So. Und ihr ahnt, was jetzt kommt. Ah ja. Okay. Tja, die mit Effizienz, na also, die ist mit Effizienz verzaubert, da brauchst du deutlich kürzer als eine normale Spitzhacke, um sowas abzubauen. Das kommt mir natürlich sehr zugute und euch auch, weil ich denke, ihr habt jetzt keine Lust, da eine halbe Stunde mich zu sehen, wie ich hier rumhacke. Normal braucht die, glaube ich, 15 Sekunden. 21, 22, 23. Jetzt ungefähr 4, wenn überhaupt. Ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen schnell gezählt, also. Das taugt schon was. Ja, ich nehme am besten das Ganze, was hier zu holen ist, mit. Moment, ich leg's mal hier hin, damit ich immer sehe, wie viel ich habe und wie viel. So, das sind jetzt 12, 13. Ja, eins wurde wahrscheinlich kaputt gegangen. Wurde kaputt gegangen, ist auch tolles Deutsch. Also, es wurde kaputt gegangen. Das ist, steht ungefähr auf einer Stufe mit, ich weiß, wo dein Haus wohnt oder ich weiß, wo dein Bett schläft oder. Das ist ja. Red auch gerade irgendeinen Stuss zusammen.
Vielleicht sollte ich erstmal schlafen gehen. Oder irgendwas anderes machen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, so müde bin ich gerade gar nicht. Also, naja, mal sehen. Ui, das geht hier aber tief runter. Mit dem Zeug. Naja. Muss ich mal sehen. Ob ich hier wirklich... Natürlich alles hier immer so eine Frage, was ich hier mache. Das zum Beispiel. Oh. Geht das andere Wasser bis dahin zum Beispiel. Durch das eine Dingens hat sich der Strom komplett verändert. Ja. Also da kann man gerade hier einiges abbauen mit. Mit dem bisschen, naja, mit dem bisschen Zeug, ne? Warte mal. Ich mache gerade mal. Ein bisschen. Special. Sieht jetzt fast so aus wie ein Quellblock, aber kann es natürlich nicht sein. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wartet mal, eigentlich könnte ich das hier doch sogar schon. Moment, ich muss gerade noch mal. Ich gebe hier noch mal was dazu, dann kann ich das hier nämlich abschöpfen. Dann kann ich hier mal genau gucken, wie es hier jetzt aussieht. Ich glaube, das ist gar nicht. Warte mal. Jetzt
Das ist etwas verzwickt, was ich mir jetzt überlege. Ich überlege mir gerade, kann ich hier ein Leserportal vielleicht machen? Und zwar mit möglichst... Moment mal. Ich brauche... Wie viel breit muss das sein? Okay, da ist wieder Dingens. Zwei oder drei. In jedem Fall. In jedem Fall müsste das hier ja breit genug sein. Und jetzt hast recht. Dass er hier quasi die Hälfte gar nicht mehr rein hinbauen muss oder gießen muss oder sonst irgendwas, sondern dass die Hälfte schon da ist und ich das, was zu viel ist, nur raushauen muss. Das mache ich gleich mal. Ich muss gerade noch mal, ich guck gleich gerade noch mal nach, wie, ob ein Portal 2 oder 3 breit war. Ich glaube, es waren, also, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich guck gerade nochmal nach. Bis gleich, Leute. Ciao.